mach schnell. Warst du das? Was denn? Du warst das, ne? Was denn? Ich geh raus. Hast du mir gerade ins Ohr hier gepustet? Nein, ich habe auch nichts gehört. Moin Leute, wir sind zurück bei Phasmophobia. Heute mal auf fortgeschritten und wieder in Ridgeview. Aber wir könnten eigentlich jetzt, wo wir zu zweit unterwegs sind, ja auch mal eins der größeren Häuser ausprobieren. Ja, das können wir tun. Das können wir tun. Das können wir tun, Fisch. Ja, das können wir tun. Ja, yeah, lass es uns tun. Achso, ich muss mal Sachen mitnehmen hier. Vielleicht. Okay, ich habe meinen Schlüssel eingesteckt. So, und erinnere mich mal dran, ich habe das Buch, ne? Ja. wir müssen den Geist durch Salz wandern lassen, ein Foto machen. Salz. Und den Geisteszustand. Ja, Salz würde ich später holen. Ich würde erstmal gucken, dass wir einen Raum finden. Ich wollte nur gucken, ob wir den Haarapfel haben. Und der Geist heißt Dorothy Martin. Ja, das habe ich dir auch schon alles erzählt vorhin. Ja, aber da hattest du deinen Finger nicht am Knopf richtig. Ja, da habe ich noch gesagt, was für ein Kackname, kann man sich wieder nicht merken, ey. Nee, Dorothy finde ich ist so ein bisschen doof auszusprechen irgendwie. Ja, Zungenbrecher. Ich habe, wir müssen im Keller hier den Sicherungskasten anmachen. Wir haben nicht von vornherein Strom, ne? Ja, du machst das. Ja, oder du machst den Strom an. Nein. Oh, nicht schon wieder das Haus, ey, wo der mich jedes Mal gekillt hat. Dorothy Martin, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Na, warte, mach doch erstmal Licht an. Alter, geht doch schnell. Ist jetzt die Seite? Nee, andere. Er sucht den Schalter, ey. Hä? Hör auf, den Strom immer auszumachen. War doch lustig. Gibt's hier irgendwie was? Knochen oder so? Habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Dorothy Martin? Also hier haben wir 13 Grad, ne? Ja, ich komme sofort. Ich muss pro Licht, ey. Jetzt bin ich bei 20. 16. Machst du das? Ja. Dorothy Martin, gib uns ein Zeichen. Arsch. Oh, Mensch, ich hab mich erschrocken. Ich hab gezuckt. Echt? Ja, du Affe. Das ist nicht lustig. Dorothy Martin? Dorothy! Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Ich hab hier 17 Grad. 17, das ist doch viel zu warm. 14. Dorothy, gib uns ein Zeichen. Keller kann ich mir nicht vorstellen. Dorothy Martin, wo bist du? Dorothy Martin. Du heißt doch Dorothy. Martin. Ja. Hier hatte ich eben 15, 17. Ist irgendwie generell sehr kalt hier heute, ne? Oh, hier ist eine Tür auf. Dorothy Martin? Wo bist du denn? Wo bist du? Da. 17. Dorothy? Dorothy Martin, bist du hier? Nächstes auch auf. Aber hier ist nichts. Dorothy Martin, gib mir ein Zeichen. Ich geh mal nach oben. Ich hab hier auch 21 Grad. Ja, ganz schön warm, ne? Bild runtergefallen ist. Die. Oh nee, er hat Licht ausgemacht. Die ist Übrigens, der Knochen ist in der Küche. Ja, und das Licht ist aus. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Und hier geht eine Tür irgendwo auf. Ja, da hinten. Mach schnell.
Warst du das? Was denn? Du warst das, ne? Was denn? Ich gehe raus. Hast du mir gerade das Ohr hier gepustet? Hä? Nein, ich habe auch nichts gehört. Sicher jetzt? Ja, ich war doch im Keller. Verarsch mich nicht. Ich war doch im Keller. Ja, hast du haha gemacht? Nee. Tati? Ich hau dir eine. Zum Glück habe ich Push to Talk. Dorothy? Hier hab ich 2 Grad im Flur. Hier im Flur 2 ja, Grad, 5 Grad, 6,1, 3, 0. Dorothy Martin. 07. Gib mir ein Zeichen. Okay, müssen wir auf Minustemperaturen achten. Dann ist die hier im Flur. Nach wo filme ich denn? Dorothy Martin. Ach, das ist doch doof. Ich habe jetzt kein Stativ dabei. Gib mir dabei. Ein Zeichen. Gucken wir nach da hinten. Bist du da? Hast du ein EMF? Ja. Aber der ist nicht an. Nicht, Dorothy? Nicht an oder schlägt nicht aus? Also ging nicht an. Okay. Können wir die Geisterbox schon mitnehmen, ne? Oder Kreuze. Wir haben ja schon keine Zeit mehr. Bestimmt so ein Wandergeist. Ich habe jetzt erstmal Kreuze geholt. Ja. Aber hier ist bei EMF ist gar nichts. Na, vielleicht schlägt da nichts aus. Dann könnte sein, dass der nur ausschlägt, wenn gerade richtig bei dir gleich aus. Eine Aktivität ist. Was ist denn hier alles drin? Guck mal in die Kiste. Manchmal kriegst du da Items raus. Wir haben Gefriertemperaturen. Wo denn? Ich hatte gerade hier Geisterart, also kalten Atem. Echt? Ja. Okay. Ich hol mal die Geisterbox. Und du hast das Buch. Bau könnten wir noch mitnehmen. Oder den Dots. Statt der Box. Macht ja vielleicht erstmal mehr Sinn in Verbindung mit der Kamera, ne? Dann könnte man nämlich gucken, ob wir einen Dot-Projektor haben, wenn wir Dorothy, die Box holen. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Dorothy. Welche Tür war das? Keine die, Ahnung. Die hier. Wir haben Fingerabdrücke. Also Gefriertemperaturen und also, Fingerabdrücke. Okay, dann können wir schon mal zum Auto. Könnte, glaube ich, der Mimik sein. Ah oh ja, ist ja gut, alles besser. Ich meine ja nur. Ist der denn nicht mit drin? Wäre es nämlich die Box. Wenn es der Mimik ist, haben wir noch die Geisterbox. So, dann wollen wir mal war gucken. Na, wenn es jetzt der Dots-Projektor ist, müssen wir die Geisterbox, also die müssen wir so oder so ausprobieren, weil der Mimik imitiert andere Geister. Okay. Ja, ist halt jetzt doof zu sehen wegen Orbs, weil die sieht man ja eigentlich, wenn es dunkel ist, besser, ne? Oder? Ja, also man sieht sie besser, aber man kann sie auch so sehen. Die Frage ist halt, in welche Richtung müsste die Kamera? Also die ist ja in Richtung des Handabdrucks an der Tür. Also könnte der Dots-Projektor hier wirken? Hm.
Alter, ich habe nur noch 64 Sanity. Ach, du denkst so viel. Ja, komisch irgendwie, ey. Ich schlepp mal Salz rein. Schlepp mal. Auf der Salzflasche ist sogar ein kleiner Geist an meinem Daumen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also im Buch ist nichts, aber ich habe immer noch Gefriertemperatur. Okay. Hier ging eine Tür. Ich glaube, das war die Schranktür bei mir. Er ist ins Salz gelaufen. Ich höre seine Steps. Ja, hinter mir. Echt? Ich ja, sehe nichts. Hier ist er auch ins Salz gelaufen. Okay. Ich höre sie. Sie ist hier. Okay. Sie versucht mich zu jagen. Ich habe Gefriertemperatur. Man sieht nichts. Es ist so kalt hier. Du bist so Lass doof, mich ey. In Ruhe! Man sieht nichts. Ich komme jetzt raus. Hier gehen komische Dinge vor sich. Hier gehen komische Dinge vor sich. Echt? Ich halte diesen Stress nicht mehr aus. Also ich werde mir definitiv einen anderen Job suchen als Landwirt oder so. Irgendwo ohne ja, das Geister. Das machst du auch sowieso schon, ey, Bauer, du. Du Bauer. Der hat ein cooles Spiel. Coole Arbeit ist das. Oh, bis morgens um 2 zu grubben, das macht schon Spaß. Ja, sicher. Und fliegen, so ein Feld fliegen, das ist schon richtig geil. Ja, da läuft nichts durch, nischt. Haben wir denn jetzt, das brauchen wir noch. Hast du die Geisterbox mitgenommen schon? Ja. Guck, ich hab sie noch in meiner Hand. Toll, warum? Ich hab's vergessen. Der Stress war einfach oh, zu ey, hoch. Du. Jetzt komm. Ich hatte Angst. Komm jetzt. Geh mal nicht so cool. Läufst du gerade? Ich bin cool. Ich bin gelaufen, ja. Jetzt deine, nicht mehr. Deine Laufanimation war, als wenn du cool gehst in schnell. Dorothy? Dorothy? Bist du hier? Mach mal Dings an. Schreib ins Buch. Dorothy? Ich gehe mal davon aus, dass wir einen Mimik haben. Weil wir haben jetzt... Rede mit uns. Wir haben halt die zwei Beweise, aber wir haben nichts anderes. Kein Dots-Projektor, keine Orbs. Dorothy, kannst du mit uns sprechen? Irgendwo hier ging die Tür. Schon wieder. Wo bist du? Kannst du uns ein Zeichen geben? Dorothy? Bist du hier oben? Dorothy, bist du hier? Hier ist nichts ab. Dieser Stress. Dorothy? Gib uns ein Zeichen. Die Hausbesitzer haben nicht gelogen, als sie gesagt haben, hier spukt's. Ja, aber wo? Ich dachte immer, wir drehen hier einfach nur für unsere Reality-TV-Sendung irgendein Fake, aber... Ist sie da jetzt reingelatscht? Hier passiert wirklich irgendwas. Nee, das schon länger. Dorothy? Ich fotografiere mal kurz den Knochen. Dorothy, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Dorothy Martin. Gib mir ein Zeichen, wo bist du? Bist du hier? Hast du eigentlich irgendeinen verfluchten Gegenstand gesehen? Pentagramm, nee, gar Spiegel? Nix. Nee, Spieluhr, ich weiß halt nicht, wo die hier überall sind in dem Haus. Dorothy Martin, sind Sie hier?
glaube, die hat mich auf dem Kicker. Warum immer dich? Ja, weil da, wo ich bin, knatscht das die ganze Zeit. Und ich habe voll auf Gefriertemperatur. Kannst du mir ein Zeichen geben? Wo bist du? Bei mir. Hinter mir ging gerade eine Tür. Dorothy? Müsste die hier gewesen wo sein. Wo bist du? Ja, IMF2. IMF2. Dorothy? Dorothy, wie alt bist du? Wie bist du gestorben? Warst du das? Ich hab sie gehört. Ich auch. Wo bist du? Ich mach Dorothy? Ich mach das Licht an. Hä? Ist doch noch an. Hä, wo willst du denn hin? Nicht in den Keller und nicht raus. Du bist draußen. Dorothy! Wo kommst denn du her? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Aha, sie läuft hinterher. Ja, ich sag doch, die hat mich auf dem Kicker. Die war hier im Schrank an oder so. Da war sie gerade dran. Du guckst bei mir so durch das Holz. Dorothy. Dorothy? Wie bist du gestorben? Wie alt bist du? Kannst du mit mir reden? Schreib ins Buch. Dorothy, schreib. Hä? IMF war auch nicht 5, ne? Nee. Nein. Schreib ins Buch. Dorothy. Gefriertemperatur, habe ich gesehen. Hier ist ein Foto von der Familie, die hier gewohnt hat. Ja, hier ging eine Tür auf. Und dann ängstlich abgehauen ist. Dorothy! Wo bist du denn? Ich grenze das jetzt ein. Ich habe Gefriertemperaturen, wo bist du? Ich bin im Van. Okay, Licht flackert, ich komme raus. Ist meine Sension da? Du bist die Kamera auf dem Boden. Ich habe die umgestellt. Das ist der andere Flur. Achso. Over. Was meinst du? Die Sicht? Das Licht aus. Ja? Wegen dem Dots-Projekt, wo ich dachte, das sieht man denn besser. Tür geht auf? Die Tür geht auf vom Schrank. Habe ich doch gerade zu dir gesagt. Ehrlich? Ja, ich habe gesagt, die Tür geht auf. Ich habe nicht das Licht aus. Orbs. Orbs. Ja, hier an der Treppe links, wo jetzt deine Rübe vor ist. Ich sehe nichts. Da, an der Treppe hier, links, wo es dunkel ist, oben. Warte. Da. Siehst du das nicht? Nee. Da, wo es dunkel ist. Links. Warte, ja, jetzt komm. Ich krieche schon in meinen Bildschirm. Ja, da. Nicht bei den Türen. Links. Da. Da bist du doof. Links hinter der Wand.
Nein, hier, wo das Dunkle ist, links, wo das Bild auf dem Boden steht. Die Ecke hier, das Schwarze. Ja, da, wo es zur Treppe geht. Ja. Hier ist doch links so ein Durchbruch. Da, ich muss gleich mal gucken. Da schwirrt die ganze Zeit einer lang. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber die ganze Zeit schon. Also wir haben Gefrier. Hast du Staub auf dem Bildschirm? Hä? Nein, da war eben die ganze Zeit ein Orb. Alter, ich habe eben gerade, habe ich die Rückseite meines Bildschirms geknutscht. So tief war ich drinne. Ja, anscheinend kannst du nicht gucken. So, also was war das jetzt? Fingerabdruck, Temperatur, Orbs, Handtuch. Warte mal, was macht denn der Handtuch so? Ups. Ich sehe halt absolut kein Orb. Der in heißen Klimazonen zu finden, bei niedriger Temperatur können Sie die Handtuch schneller bewegen. Schwächen, ein Handtuch bewegt sich in warmen Bereichen langsamer, bla bla, ja. Es da war mehrfach ein Orb. Aber es könnte immer noch der Mimik sein, ne? Keine Ahnung, hat er nicht geredet. Wir brauchen sowieso noch ein Foto. Ja, das kannst du machen. Ich krieg das ja nie hin. Ich gehe ja immer drauf. Na, wir nehmen jetzt beide eine Kamera mit. Ich habe eine, du nimmst noch eine mit. Und einer wird ja surviven. Wir machen beide ein Foto. Und falls er jagen sollte, laufen wir beide weg. Ja, das mit dem Weglaufen habe ich verstanden, aber ich krieg das immer nicht hin. Ich krieg das doch auch nicht immer hin. Mein Näschen. Dorothy! Bist du hier? Dorothy! Hier ist deine Großmutter, wo bist du? Dorothy? Wo bist du? Kein Orbs gesehen. Gib uns ein Zeichen. Dorothy Martin. Ich kann jedes Bild auf der Grenze. Hier oben flackert das Licht. Dorothy, wo bist du? Hallo? Ich sehe jemanden. Was machst du denn da unten? Die ist hier oben. Kann man mich hören? Ja, ich höre dich. Komm hoch. Dorothy. Sie ist bei mir. Ich bin tot. Hast du das gehört? Ja, ich habe noch ein Foto gemacht, aber in dem Moment ist sie verschwunden. Hast du das gehört? Ja, sie war bei mir. Sie stand einen Meter vor mir. Hallo. Hallo, ich hab's gehört. War das bei dir? Ja, sie stand einen Meter vor mir und sie redet. Es ist ein Mimik. Okay. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich konnte aber kein Foto machen, weil die direkt in dem Moment, wo ich abgeknipst habe, ist die abgehauen. Dorothy, hier ist deine Großmutter. Vor allem, ich sag noch, sie hat es auf mich abgesehen. Kannst du mit hochkommen? Runter. Kommst du bitte auf ein Foto hoch? Nein, ich sterbe doch immer. Nein, hier liegt doch das Kruzifix. Das passt sogar da, wo sie gespawnt ist. Außer es war ein Geister-Event, aber... Was? Hä? Nee, ich hätte es ja fast geschafft, aber... Habe ich nicht. Da ist sie. Ich hab Angst. Was machst du noch da oben? Ich hab Fotos gemacht. Bist du nicht weggelaufen? Oh, nö. Ich hab ein Foto gemacht, bin dann weggelaufen. Es kann sein, ich dass hab zwei. Das. Es kann sein, dass das Kreuz verbrannt ist. Sie hat gesungen auf jeden Fall. Ja, warte. Aber man sieht's hier halt nicht, ne? Ja, haben wir den Geist, wa? Back to the base?
Hast du Mimik eingegeben? Ja. Okay, ja, dann können wir ja los, ne? Ja, wir haben jetzt keine Fingerabdrücke fotografiert, die Fußspuren nicht, kein verbranntes Kreuz. Toll. Okay, wir fahren los. Richtig professionell. Aber wir Da haben ist beide der Orb überlebt. wieder. Den konnte ich jetzt nicht sehen. Welcome back. I've prepared some jobs for Mimik. you. Weil bei Mimik sind manchmal auch Orbs in der Nähe. Und das dauert immer richtig lange, bis sie in diese Geisterbox quatschen. Aber wir haben den Knochenbeweis, wir haben zwei gute Fotos und Aufgabe 1 bis 3. Hallo? Das Gesinge von der war schrecklich. War doch voll schön. Nee. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt bei der Runde etwas Spaß gehabt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, ciao. Scheiße.